So, auch wenn die letzte Folge etwas kürzer war als in den letzten, geht es heute für uns darum, und damit herzlich willkommen zurück zum Simulator 21, dass wir heute Busse kaufen müssen. Und das ist unser großes Ziel. Kennt ja. Tut mir leid, dass ich, liebe Fahrgäste, dass ich euch jetzt stehen lassen muss. Aber mir ist jetzt gerade ein Auftrag reingekommen. Ich muss Erdgasbusse kaufen. Oder jetzt wird es mal ein. Ich hoffe, dass wir das verbinden können. Verbinde Gold Island, Gold Island. Tourist-Settlement ist eine Route. Das haben wir ja schon gemacht. Wir müssen, wie gesagt, einen Erdgasbus kaufen. Und ich glaube, was war das? 10 Passagiere befördern. Daraus, die Route ist schon erstellt. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Das ist ein Ecobus, das ist ein. Moment, ich muss jetzt gerade gucken. Ist das ein Erdgasbus? Könnte ein Schiff von 330.000. Die haben wir auch. Die Bar sind zu teuer, diese Eco-Dinger doch gerade. Die haben ein Geschenk bekommen, aber kein Geschenk bekommen. Sieht er nicht irgendwo gerade als. Hier, Kraftstoff-Motortyp. Natürlich. 10G, also ist das Ding noch. Teuer. Leider ist das Teil noch zu teuer. Kostet 330.000, das heißt, wir müssten noch mal Routen fahren. Ich guck gerade, ob wir da was haben. Leider sind die alle noch zu teuer. Das ist, glaube ich, der einzige. Der einzige ist tatsächlich. Line City Stadtbus, die 10G-Busse sind leider noch zu teuer. Den würde ich mich als nächstes kaufen hier. Ja? Elektrobusse. Ah, super, ja, toll. Das ist ein. Ich ärgere das gerade, dass das sein. 500.000. Die kosten alle noch zu viel. Okay. Nee, dann müssen wir leider mal ein bisschen sparen. Und zwar noch weitere Routen fahren. Wir haben 110.000. Na, warte mal, ich habe doch noch wirklich. Die Frage, was kosten, wenn ich sage, ich verkaufe jetzt wieder. Ich habe ja leider noch, ich habe ja noch Busse. Ich kann ja sagen, ich verkaufe. Was würden der. Kann ich die nicht. Kann ich die nicht verkaufen? Das nicht. Was kosten die? Aber abbrechen. Ich finde die verkaufe. 100.000. Kann ich die wieder. Wenn mir mal sagen würde, was der verkauft und der verkauft. Was der im Verkauf kosten würde, ne? Der ist jetzt unterwegs. Die kosten ja alle leider noch. Die leider nicht. Steht jetzt nicht drin, was die kosten würden. Ne? Der kostet ja. Jetzt das Problem ist einfach, dass ich nicht weiß, was die kosten würden. Ist einfach. Das ist ärgert mich gerade, dass der nicht. Ja, ich würde ihn ja gerne verkaufen, klar, aber wie gesagt, ich weiß, der wird wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was kostet der Gelenk? Was verkauft. Wenn ich den Gelenkbus jetzt verkaufe, wieder. So, du würdest kosten. 280.000. Der wird ja keine 280.000 bringen. Weil dann hätte ich die Kohle 390.000, hätte ich die Kohle für den Erdgasbus zusammen, den ich einsetzen könnte, wenn ich den Gelenkbus abgebe. Der wird doch nicht kosten. Der wird doch nicht. Boah,
ist jetzt riskant zu sagen, okay, ich verkaufe den, sage ja, ich. Eigentlich will ich ihn ungern verkaufen. Ich verkaufe den Zetra. Ja. Also, die sind alle leider auf Route, das ist das Problem. 1, 3, 8. Leider sind einige Busse noch nicht auf der Strecke. Ich brauche ja den Erdgasbus, um die nächste Route zu fahren. Ja, müssen, leider. Wir müssen leider noch ein bisschen auf Bar, wir müssen leider noch ein bisschen Geld reinbringen. Jetzt mal fahren wir den auch die Strecke. Gucken, was er reinbringt. Ich fahre die mit dem Gelenkbus. Lake Anza Road, North Mall. Rote Wellen. Warte mal. Das ist die Route 8. Das ist die Gold Island Route. Die nehmen wir mit. Route konfigurieren. Das ist die Gold. Ich habe leider nicht. Also, es dauert ja alles noch eine ganze Weile, bis ich wirklich die Busse zusammen habe. Die Gold Islands. Rundfahrt, nenne ich die. So, dann gucken wir mal, ob der eine Farbe kriegt. Was ist die vielleicht Farbe? Gut. Gute Konfigurierung. Das ist ja. Gold Island Rundfahrt. Bam. Das ist nicht die 8. Das ist die 11. Änderung übernehmen. So. Welchen Bus fahren wir sie denn? Ich überlege gerade, ob ich den mit dem Gelenkbus mal fahren soll. Okay, der geht nicht. Dann fahre ich die. Fahre ich die mit dem. Da muss ich die mit dem Dings fahren. Mit dem, Hi Chef, möchtest du übernehmen? Ja, würde ich gerne. Ah, toll. Danke. Das ist die Linie 11 jetzt gerade. Boah, ernsthaft? Meine Fahrkarte. Und dann noch Schwarzmann, jawohl, ja. Dann noch, ja. Dann, und dann noch Schwarzmann, geile Nummer. Die Fahrt. Ja, leider können wir die Aufgabe noch nicht abschließen. Das müssen wir noch ein bisschen nach und nach machen. Ja, jetzt weiß ich es. Denn noch das sehen? Ding, das man zum Busfahren braucht. Uschi, hast du keine Lust? Nein, nein, nicht. Dann halt nicht. Achso, das ist die. So, okay, dann fahren wir mal. Fahren wir mal die Gold Island runter. Links an der Stelle Gold Island Tourist Center. Oh nein. Ich muss gerade gucken. Ich bin im Bus. Ja, ja. Ist okay. Na gut. Wusch. Eine Fahrkarte bitte. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte ausdrucken. Ja, wie gesagt,
hätte natürlich jetzt sagen können, ich verkaufe zwei meiner Busse und komme dafür für die Generalgasbus in die Mission. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber das machen wir nicht, das werden wir dann alles nach und nach. Müssen wir halt erstmal ein bisschen fahren. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Moin. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch die Eingangsführung, dann haben wir schon. Ich hoffe, die nächste Haltestelle kommt bald. Ich muss mal. Halt. Da, es wäre tatsächlich die... Ist nicht ganz einfach, weil ich jetzt damit die Nachrichten habe, dass die geradeaus weitergeht. Links jetzt, ne? So wie das... Also so einfach ist die Strecke jetzt nicht, weil wie gesagt, es ist nicht viel fahrbare Markierung da, aber ich versuche es jetzt gerade ein bisschen hinzukriegen. Das ist unsere neue erstellte Strecke, die wir uns ja in der letzten Folge noch erstellt haben. Oh ja, frischer Fisch ist immer ganz ist wirklich ganz lecker. So. Was für eine Nacht, ich bin völlig durch. Normale Fahrkarte, Wochenkarte. Ja, was willst du? Achso, du willst zwei. So, ja. Einfache Fahrt, bitte. Seniorentag in einfache Fahrkarte. Okay. Danke. So, Seniorenticket. Einfache Fahrkarte, Tageskarte. So, dann fahren wir. Nächster Halt. Ja, das ist ja die einmal die komplette Runde. Die fahren ja einmal komplett durch die, über die Insel durch. Jetzt fehlen halt wirklich noch. Daheim in Seaside, wer Liebe, kam dir vor 3 Jahren ein öffentliches Verkehrsnetz. Das hat mein Leben wirklich verbessert. Ja, das ist ein kleiner Rückblick. Das war jetzt nämlich die kleine Rückblende zum letzten Teil, den wir ich ja auch... Ich brauche eine Fahrkarte. Also die einfache Fahrkarte. Studentik in einfache Fahrkarte. Mein Gott. So, jetzt. No, bitte. Wo geht's denn? Nur mal eine Fahrkarte, einfache Fahrkarte und... Achso, zwei sind es nur. Entschuldigung, junge Frau, ich bin neu hier. So. Okay. Oh, ist meine Fahrkarte noch gültig? Keine Ahnung. Geht mal bitte durch. Oh nein. Ist das jetzt... Ach, danke schön. Und wohin geht's jetzt? Ja, zum Friedhof. Das ist deine letzte Fahrt. Nein. Ich bin doch schon... Hä? Jetzt bin ich doch nicht schon vorbeigefahren. Ich bin doch nicht an der Busse vorbeigefahren. Ich bin doch voll... Hä? Okay. Ich bin doch voll dabei gewesen. Naja.
Ich sag jetzt hier gerade mit dem Bus durch die Gegend, weil ich muss ein bisschen Zeit gut machen gerade. Wir sind ja ein bisschen zu spät dran. Das ist aber vollkommen okay, das ist die erste. Ich hab fast schon einmal Schuss gerade. Nervt mich gerade? Ich bin gerne Krankenschwester, aber freie Tage sind auch schön. Die Linie geht hier lang? Naja. Egal. Ja, ja. Tag, Tag. Gut, das bringen wir mal zu Ende. So, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Einfache Fahrt, bitte. Halt. Danke. Moin. Seniorenticket, einfache Fahrkarte und... Perfekt, sogar passend. Schauen wir die Ramme wieder rein. Ich spreche gern mit meinen Enkeln über ihre Videospiele. Da fühle ich mich wieder jung. Highland Inn. Ja, wie gesagt, uns fehlt tatsächlich nur noch der Gasbus. Den müssen wir kaufen, aber der kostet halt 380.000. Ist leider nicht drin momentan, deswegen müssen wir ein bisschen sparen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter fahren hier. Wenn wir dann irgendwann mal richtig Kohle kassieren, dann müssen wir so da unten, dann kaufen wir den Gasbus und dann müssen wir mal gucken, was wir noch an Fahrzeugen bringen. Keine Ausstellung? Hi! Oh, hey, ich bin gerade im Bus. Ja, im Bus. Ich dachte, wir sind uns morgen. Was macht ihr da? Ich habe gehört, bei Neo Ecotec wird viel geforscht. Das ist total super, dass ihr jetzt natürlich alle gleichzeitig rübergeht. Ah, nee, ey. Wir gehen jetzt natürlich weiter, das ist immer gut. So. Ich habe jetzt schon fast gedacht, dass die mir jetzt... Ich habe mir schon fast gedacht, naja, die bleiben jetzt eine Weile stehen. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Strecke gerade extrem gut. Hey! Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Kannst du, natürlich. Seniorentag wird einfache Fahrkarte ausdrucken.
Ticket an. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. So, Lake Emperor, das ist die volle Zahl. Ich mache jetzt nochmal zurück. Die brauchen wir ja jetzt nicht mal. Die geht dann jetzt hier rein, oder nicht? Oh, Alter! War das ein Geist? Nö. Gut, das heißt, ich muss jetzt hier rum und dann wieder links. Diesmal nicht geradeaus, wie wir sehen gemacht haben. Ja, ich bin zu spät, ist mir schon klar. So. Also sagen wir mal so, im Gelenkbus wäre die extrem zu... wäre die zu eng, die Strecke. Den würde ich nicht einsetzen. Aber wie gesagt, wieder 4.000-3.000, zumindest ein bisschen nach und nach kommen. Also 380.000 brauchen wir, um zumindest... Warte mal, ich kann geradeaus oder ab? Nee, geradeaus hier, sehr lang. Ja, die Strecke war zu eng. Boah, Alter. Ich habe Oil Directions mal Backstage getroffen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Gut, klar, sieht aus. Die ist natürlich, das kann sie wieder ein bisschen ausgebaut werden. Also ich freue mich, wie gesagt, dass es gerade ein bisschen so gut läuft. Aber es geht schon auch so relativ gut anzukommen. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, die möchte ich natürlich gerne machen. Normale Fahrkarte. Fahrkarte ausgebaut. Oh, Signierungsticket, Fahrkarte. Das ist das Bar, passend. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Normale, einfache. Ja, fahr!
weiß, habe ich schon gemerkt, dass ich die... Ich habe die aber auch nicht gesehen, muss ich sagen. Im Bus kann ich schon so viel Arbeit erledigen, noch bevor ich überhaupt im Büro bin. Die sind aber später aufgetaucht, die zwei. Ja, komm. Mit grün. Jetzt hören wir nur da vorne. Da startet ja unsere Route danach wieder. Ich war letzte Woche auf Gold Island wandern und habe einen Puma gesehen. Der war riesig. So. Sind immer noch einige da? Ja, ich war halt zu spät, ich weiß das. North Mall. North Mall. Jetzt bin ich bei 155.000. Aber wie gesagt, wir müssen einen neuen Bus mit Erdgasantrieb kaufen, um halt wirklich Gold Island. South Regatta. Ah, jetzt müssen wir da. Also, anders kommen wir ja gerade nicht weiter. San Pablo and Andrade. Ich meine, um Geld zu verdienen, müssen wir ja dann nochmal einen Kauf verkaufen. Ich meine, ich würde jetzt nochmal einen neuen Bus kaufen. Allerdings einen normalen Bus, nochmal einen Erdgasbus. Ich würde immer einen Mercedes kaufen, mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Den lasse ich dann nämlich auf der Route fahren, damit der schön Gold Islands verbindet. Kostet 100.000, der hat aber auch nur. Ach, das ist länger, ne? Da haben die alle Kraftstoff, das ist das Problem an der Sache. Der kostet 180.000, ebenfalls Kraftstoff. Wäre ein Enviro von Alexander Dennis, okay. Ich muss ja den hier kaufen, um auf 330.000. Das heißt, ich habe die Hälfte jetzt knapp. Das heißt, ich brauche nochmal die gleiche Summe, um. Dann würde ich nämlich den hier kaufen. Also 330.000 kostet der mich. Aber ich würde mir jetzt auch mal Mercedes kaufen müssen. Weil ja, leider. Wir brauchen nämlich noch Busse, um weiter arbeiten zu können. So, haben wir. So, dann haben wir den jetzt gekauft und dann werde ich den auf der Route Lake Anza Road.
werde ich den jetzt zuweisen. Die Goat Islands Rundfahrt. Mercedes Vitaro, okay. Dann wirst du. Oder war der noch? Den aber gar nicht. Bus, vergiss den Bus. Den nehmen wir als Vollzeitbus. Dann nehmen wir den auf der Route. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwo eine Möglichkeit haben. Weil, wie gesagt, die sind ja äußerst zufrieden auf der Route. Sterne. Die Frage ist, was bringt denn der? 12.000 pro Zahltag. Der kostet 8.000. Der kostet. Ja, ich habe leider nicht die Busse dafür, Leute. Das kommt aber noch. 14.000, so Route 4. 6.000. Hier soll ich einen Bus einsetzen für 15.000 der Route. Okay, da ist der immerhin drauf. Da ist der Setra drauf. Ist der Citaro drauf. Der wird als Vollzeitbus eingesetzt. Gut. Dann plane ich den Citaro wieder aus. Vollzeitbus. Warte mal, Aufkästebus brauche ich jetzt nicht. Plane ich den wieder aus, MAN. Warte mal, halt, jetzt soll ich jetzt was weitermache. Steht's pünktlich, sehr gut. So. Ich würde ja. Warte, warte, warte mal. Citaro. Dann gehst du als Hoverkästebus definitiv. Ah, Hoverkästebus. Okay. Ja, nicht schlimm. So, dann kriegst du einen Vollzeitbus dazu. MAN. Dann kriegst auch du einen Vollzeitbus und da gibt es einen Gelenkbus drauf. Der fährt hier. Um halt Einnahmen zu generieren, ne? Du kriegst einen Vollzeitbus, aber du willst da mit der Setra drauf fahren. Dann Route 3, da ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das Problem da liegt. Vollzeitbus. Der MAN. Der Plan ist, auf dem hier auch eine Vollzeitbus einzusetzen. So, okay. Gut. Da sind jetzt auf jeden Fall einige Busse unterwegs. Irgendwo war da noch ein Dings drauf. Warte mal, ich guck gerade. West 3rd Street. West 3rd Street. Ah, kommt mit dem 25. Fahrgast der Haltestelle West 3rd Street auf. Okay, das ist eine Nebenmission. West 3rd Street. Nehmen wir mit. West 3rd Street. West 3rd Street. Schnellreise. Ich habe jetzt ein bisschen Busse geplant, damit ich jetzt kurz. Weil ich habe nicht alle, aber. Na komm, her. Welcher jetzt? Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich natürlich jetzt heute keine. Aber ich muss jetzt natürlich einige Strecken nehmen pro Zahltag. So, welcher Stelle kriege ich meine Busse? Alles klar. West 3rd, West 3rd, West 3rd Street. Was fährst denn du hier?
Muss übernehmen, Route 4 ist das. Okay. Du fährst da. Du fährst die Highlander Park Route. Sehr gut. Nimm jetzt ein Sea Drift. Was haben wir denn hier unterwegs? Hier unten ist irgendwas. Was ist das denn hier? Okay. Ach, da unten ist er. Du fährst jetzt die Taro und fährst die Gold Island Rundfahrt. Und wenn ich ehrlich bin, ich fahre aber nicht als mit. Ich fahre nur mit als Dings. Ach, du kommst mit. Oder fährst du selbst? Nee, fahr du. Alles gut. Ich kontrolliere hier so ein bisschen. Ha, erwischt. Ich mache hier nur ein bisschen was organisatorisch heute mal. Moin, Digga. Hallöchen. Ich bin hier der Chef von dem Laden. Und du wirst kontrolliert. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft, bis ich dich erwische. Einsteiger, so, oder? Ich sehe schon, keine Sorge. Das ist auch fast. Ich habe schon mal probiert. Ich habe schon mal probiert. Ich bin mir fast nicht sicher, ob ich mal alle, ob ich die erwische, weil ich so ein paar Jahre zu jetzt gestiegen. Anfassen. Kommt direkt in meine Sammlung. Ah, hier, bitte. So, wenn wir wieder Zeittag haben, nämlich, dann gibt es wieder ein bisschen Kohle, weil wir wieder einige Busse eingesetzt haben. Wir haben jetzt insgesamt 4 Stück, die hoffentlich jetzt ein bisschen Kohle bringen. Die jetzt hoffentlich pro Zeittag so 50.000, 60.000 bringen. Dann habe ich meinen Kohle nun zusammen, weil wie gesagt, ohne den Arkas-Bus kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Alles andere ist jetzt erstmal aber wurscht. Ich setze mich mal dazu. Ich gucke mir das ganze Spektakel mal von hinten an. Ja, wir jetzt natürlich ein bisschen schauen. Ich habe schon fast wieder am Ende, ne? Das ist eine gute Fischkette. Oder ist das nicht schon wieder die? Ne, ist noch nicht ganz. Aber zack. Ich sag, das war schon wieder die Strecke zur. Genau. Doch, da sind wir tatsächlich fast am Ende. Ist schon geil, die sitzt hier und lenkt gar nicht, sondern fährt einfach nur. Genau, jetzt sind wir nämlich Richtung Ende unterwegs. Jetzt haben wir nicht auf der Autobahn. Jetzt sind wir nämlich Richtung Mall schon unterwegs. Das ist schon die vorletzte Haltestelle dann. Noch ein bisschen Zeit, bis es gleich hat. Klar, wir riskieren jetzt ein bisschen, weil wir jetzt wieder, wie gesagt, nochmal nur einen Bus gekauft haben. Ich hätte sagen können, ich kaufe jetzt genau keinen Bus. Aber ich spare lieber das Geld, aber wie gesagt, den Nordkreis-Bus kriegen wir noch. Es dauert halt nur, alles nach und nach. Wir müssen jetzt natürlich mehr Bus verkaufen, also für solche billige. Und das kann natürlich jetzt die ganze Weile dauern, bis wir den Nordkreis-Bus hier kriegen. Ist halt leider so. Ich kann es euch jetzt auch noch nicht sagen, wie es jetzt weitergeht oder wann es jetzt weitergeht mit dem regulären Let's Play, weil jetzt wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen Lücken füllen heißen. Und dann dauert das halt alles. So. Genau, du bist jetzt unterwegs zum Mall, sag ja. Nee, das ist aber nicht die Mall.
Karte. Ah ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Busfahren braucht. Na klar. Erwischt. Warum fragen Sie mich denn schon wieder? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Der weiß gerade auch nicht, wo Sie hin, ne? Weil gerade alle Plätze gerade belegt sind. Na klar, hier, bitte. Ja, da sehe ich gerade keine Möglichkeit. Sie waren schon bei mir. Genau, das ist die Christi. Jetzt ist die Mauer. Jetzt kommt die Mauer. Hier links, genau. Strecke, die wir eben schon gefahren sind. Und da werde ich auch einen folgenden Break machen, wenn die Dame hier mal mit ihrer Strecke durch ist. Was war denn hier? Okay, ein Verkehrsstau. Linie 10. Ich glaube, ich kann sogar trotzdem Busse verplanen, obwohl ich die obwohl ich sie nicht alle habe. Obwohl ich nur 4 Busse habe, glaube ich habe das tatsächlich so in den Unternehmensanstellungen. Warte mal, das müsste ich eigentlich haben drin haben. Gelbheitflüsse, Lenkung, wie sowas, welche heute mal. Schnellreise und Lösung. Genau, der wird von meinem PC übernommen. Ja, das ist richtig so, okay. Ich guck gerade mal nur was anderes. Ich aktiviere mal das automatische Absenken. So. Okay, tatsächlich. Ich stelle jetzt mal auf alle. Ich hatte es tatsächlich nicht so. Du musst die gerade nicht fahren, wenn du eingesetzt. Ja. Als alle Busse in dem Schirm, wie du sie nicht bereits im Einsatz sind, werden dupliziert. Okay, gut zu wissen. Dann machen wir das nämlich so rum. Machen wir es ein bisschen einfacher, weil dann verdient man, glaube ich, ein bisschen mehr Geld, weil dann alle Busse auf die Strecke sitzen können. Du hast dich jetzt nicht an die Palme gehängt mit deinem Bus, oder? Oh nein. Ich helfe mal mit. Ich bin sofort wieder da. Doch, der hat sich an die Palme da oben gehängt. Chef. Gute Chef. Komm mal her jetzt. Junge Frau. Ach, du kommst mit? Oder fährst du selbst? Ich fahr selber, ich pack den Bus gerade mal um. Aber.
So, du kannst wieder fahren, selber fahren. So, einmal bedanke. Der läuft immer noch auf und ab. Moin. Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Ja, mache ich. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Okay. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Schau mal, kommt der Kollege da vorne nicht gerade weg. Ich fahre die Runde mal. Ich fahre den Bus mal raus, damit die jeweils. Damit meine Kollegin hier mal weiterkommt. Ja. Jetzt müssen wir die Route fahren. So. Ja, warte mal. Wird man natürlich schon überholt von der Hälfte. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ja die Linksrunde. Das ist ja die Golden Island Runde, die 11, die gerade an uns vorbeigeflogen ist. Hi! Gut doch! Highlander Park Church. Dankeschön, dass du mich durchlässt. Wäre nett von dir. Ich kann aber nicht besser ranfahren, weil da vorne jetzt noch welche am Weg stehen. Oh, ich packe Hallo. Hier. Hi. Und wohin geht's jetzt? Servus, Süd, ja. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, weil zwei Eumel da am Weg stehen. Wisst ihr, es gibt das so Lämpchen außen am Bus. Wenn man die einschaltet, sehen sie aus, wenn man Kamera ist die Blitzer. Das sind die Blitzer, diese Kamerasymbole. Okay. Oh, ist das kalt heute Abend. Eine Fahrkarte, bitte. Okay. Danke. Gerne. Seniorenticket-Wochenkarte. Danke.
dass ihr jedes Mal die Fahrkarte. So, gucken wir mal. Nächster Halt, Clinton Avenue. Genau, Clinton Avenue, dann kommt die North Mall und dann sind wir durch. Das ist ja quasi wieder Rundverkehr, ne? Das ist ja einmal North Mall, North Mall. Die fährt ja immer hin und her, die Strecke. Na komm. Ist das denn jetzt mit der Lampe oder was? Was habe ich denn jetzt schon erwischt? Dass ich gerade als Fußgänger sitze in meinen Bus gerannt. Ey, du. Ich bin vor ein paar Tagen hoch nach Wickscheid. Die haben so. Diese scheiß Fußgänger, die rennen mir manchmal in den Bus. Also der ist mir definitiv in den Bus gerannt. Weil den habe ich jetzt nicht gesehen. Studententicket. Tageskarte. Danke. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, okay. Normale Fahrkarte, Wochenkarte. Ich soll eine Monatskarte kaufen. Die Olle ist mir definitiv im Bus gerannt. Und du verschwindest mal da rechts neben mir. Bald wird mein Buch veröffentlicht. Mein erstes Buch. Okay. So, nächste Haltestelle ist North Mall und dann ist die Endhaltestelle. Ja, überholt ruhig. Genau, du fährst auch gerade aus und du wirst überholt von dem jungen Typen. Seit der Geburt meiner Tochter. Ich so müde. Endstation. Aus. Bitte alle aussteigen. So, alle mal aussteigen, dann kommen wir weiter. Warte mal, woanders ist es. North Mall. Tschüss. North Mall. So, was haben wir denn? Oh, wir haben minus 13.000? Ach, so die scheiß. Oh ja, wenn mir der scheiß Fußgänger in den Bus gerannt ist, nie? So, dann fahr ich fahre nochmal mit ihm. Da unten ist er.
Ja. Willst du fahren? Nö. Oder kontrollierst du nur die Fahrkarten? Ich kontrolliere nur Fahrkarten. Alles ist gut. Hier ist sie. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Ah, hier bitte. Hab ich. Hier ist sie nochmal. So. Komm, wir machen mal einen kleinen Break.